Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar zu einer Bed Wars Herausforderung für mich selber sozusagen. Und zwar werde ich einige Sachen umstellen für die eine Runde, so als Challenge. Und zwar werde ich das Sichtfeld runter machen, was mich auch schon ziemlich behindern wird. Ich werde die ganzen Hotkeys wegmachen. Weil ich die auch sehr brauche und verwende. Und ich werde es die Sprint-Taste wegmachen, das heißt, ich muss mit Doppel-W springen, kann keine Hotkeys verwenden und habe das Field of View runtergestellt, und ich bin mal gespannt, was aus der Runde jetzt wird. Ja, schauen wir einfach mal. Oh Gott, das wird schlimm. Eieiei, ui, da wollte ich schon mit F sprinten. Vor allem, ich muss das jetzt auch immer extra so reinziehen. Shift kann ich ja zum Glück noch verwenden. Aber naja. Und wenn ihr so eine Idee habt, dass ich dann noch irgendwie extra eine Steuerung umstellen soll, also das ist jetzt nur mal so von mir die Idee gewesen gerade eben. Zum Beispiel, keine Ahnung, springen und schleichen vertauschen oder sonst irgendwas. Wenn ihr dann noch irgendeine Idee habt, könnt ihr mir das auch gern schicken, also halt in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das dann vielleicht machen. Finde ich auf jeden Fall recht lustig, so die Idee. Nochmal die Steuerung komplett umändern. Es fühlt sich auf jeden Fall komplett komisch und anders an. So, ich gehe erstmal in die Mitte. Boah, das ist richtig komisch. Okay, komm, gehen wir zu grün. Falls ihr es nicht schaffen sollte. Und ansonsten, ja. Nice. Oh, ich habe meine Spitzhacke weggeworfen. Ja, gut, ja. Passiert mal. Aber wir haben schon was erreicht. Also ich bin jetzt eigentlich schon zufrieden. Ich habe ein Bett abgebaut. Okay, einen haben wir auch runtergeschlagen. Ich weiß nicht, gelb wäre natürlich nice, aber... Doch, ich versuch's. Oh, okay, doch nicht. Also hat nicht ganz funktioniert, meine ich. Ich glaube, es ist einfacher bei Rot. Wobei, Achtung, es kommen. Okay. Eieiei. Einen habe ich runter, den anderen hätte ich eigentlich auch wahrscheinlich gut erwischen können. Ist dann ein bisschen schief gegangen. Gut, Rot ist schon mal weg, also von unserer Base zumindest. Und ja, aber es leben auch noch alle Grünen, fällt mir gerade so auf. Oh, komm ich durch, komm ich durch. Das wäre so nice. Das wäre mega nice. Ich glaube, der rechts kommt jetzt da. Nein! Sprint-Taste! Ich vermisse dich! Ich brauche dich, Sprint-Taste! Ich mach dich kaputt! Ohne Sprinten! Nein! Selbstmord! Oh, er hat mich einfach eiskalt in der Luft noch getroffen. Mann, das wäre so schön gewesen. Aber natürlich, nein! Der muss mich noch treffen. Ah. Vor allem, ich bin so ganz knapp nur über den Block drüber gefallen. Das war richtig, richtig knapp. Egal, rot sind meine Opfer jetzt. Hat er mich einfach irgendwie... Hä? Ich bin verwirrt.
Nein! Oh Mann, ich dachte, der hat mich nicht. Oh. Weil der hat da halt gerade das Bett eingebaut und der hätte mich dann einfach locker gekillt. Und ich will die ganze Zeit mit meiner Sprinttaste sprinten. Das ist unmöglich. Und jetzt so ist das Hotkey jetzt noch nicht so wichtig. Aber. Jetzt zum Beispiel gerade eben. Ich hätte versucht, diesen Hotkey eben zu verwenden. Auf 1, um auf die Spitzhacke zu kommen. Oh nein, Achtung, Rot kommt. Achtung! Okay, passt. Der hat den. Das war gerade ein bisschen Fail von mir. Aber ist halt echt schwer so. Ungewohnt. Ohne Hotkeys und ohne Sprinttaste. Und mit dem anderen Fall of View auch. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Die FOV-Veränderung geht, würde ich sagen, noch. Bitte, Roter, lass mich in Ruhe zu Gelb. Aber wenigstens habe ich ihn noch unten. Und der ist runtergefallen, der eine andere. Ich habe Angst, dass Rot kommt. Aber anscheinend sind meine Kollegen eh gut dabei aufzupassen. Die Grünen haben alle Roten gekillt. Okay, komm, komm, komm. Kollege, du machst den. Oh, sehr nice. Gut gemacht. Legion XX. Aber wenn sie sich jetzt equippen. Okay. Dann gehe ich doch nicht zu Rot, dann gehe ich doch zu Gelb. Ich gehe mal hier außen rum. Vielleicht bemerken sie mich dann nicht. Okay, ich glaube, ich habe Bett. Yep. Uiuiuiuiui. Komm, ohne Sprinttaste ist das aber verdammt schwer. Oh. Ohne Sprinttaste kann man so schlecht eine Combo machen. Das ist unglaublich. Da merkt man erst, wie sehr man die Sprinttaste eigentlich braucht. Also auf den Gegner zugehen ist da echt schwer dann. Aber ich glaube, einfach damit ich dann auch noch einmal die Qual des Nicht-Hotkeys können erlebe, besorge ich mir jetzt auch einen Bogen. Weil dann wird es erst richtig schlimm. Weil, wenn man mehr. Also jetzt habe ich bis jetzt ja nur eine Spitzhacke und maximal Blöcke im Inventar gehabt. Wenn ich dann ein Schwert, einen Bogen, eine Spitzhacke und so weiter habe, dann wird es so richtig schlimm mit dem Hotkey für mich. Guten Schwert haben wir schon mal. Spitzhacke nämlich auch. Bisschen Essen. Bisschen Blöcke. Dann noch ein Bogen. Jetzt wollte ich gerade auch wieder Hotkeys verwenden. Rüstung brauche ich noch. Aber was gut ist, ist schon mal, dass wir die einzigen mit Bett noch sind. Ey, das Zielen ist komplett anders für mich. Ich muss viel höher zielen. Kommt mir zumindest zuvor. So, schauen wir mal. Brustpanzer, perfekt, reicht für den zweiten. Und es lebt doch nur noch ein Grüner. Ich habe die dumpfe Vermutung, dass der bei Grün campt mit Bogen. Oder er schläft. Ne, hat ja welche Leute gekillt. Ah, da ist er. YOLO Mauladolo. Kollege, du schaffst das und wenn nicht, dann bin ich da. Seriously? Ja, gewonnen. GG. Nicer, nicer. Ja,
Dann würde ich sagen, ich fand das recht cool, so die Challenge. Hat es so nicht wirklich Probleme deswegen gegeben. Es hat sich für mich aber ziemlich eklig, würde ich mal sagen, angefühlt. Wenn ihr sagt, das wollt ihr nochmal oder irgendwie anders, vielleicht noch irgendwie komplett andere Sachen verlegen oder so, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, eine positive Bewertung da lassen. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao!